Jetzt wird es allerdings alkoholisch, jetzt ist es vorbei mit alkoholfrei. Jetzt tun wir ein bisschen Asbach rein. Nee. Natürlich halb so viel wie in die Maß, weil wir haben Asbach. Oh nein. Der Edward hat einen Geschenkekorb bekommen und der hat darüber ein Video gemacht. Das ist absolut crazy. Also vielleicht zu der Story. Guck mal. Der macht Videos über Kultgetränke und auch Zigarren, Zigaretten, was weiß ich, aus vergangenen Zeiten. Ja, zum Beispiel das Odelmaß. Da schneidet der, ich glaube, Blutwurst in ein Bier. Der hockt halt in seinem Keller am Fliesentisch und mixt da die krankeste Scheiße. Der schneidet jetzt die Blutwurst und haut das ins Bier mit der Cola. Das ist halt wirklich kranke Scheiße, ne? Wie sich das so anhört. Wie das ausschockt. Ein Traum. Jetzt trinkt er das. Schon als erste Breckerl erwischt. Ja, und der ist eine große Inspirationsquelle für mich, weshalb wir gesagt haben, komm, dem schicken wir Knabe Malz. Hallo Leute, Surprise, Surprise. Ich habe heute am Motorrad geschraubt. Das ist surreal, Alter. Das ist einfach surreal. Ein Geschenkkorb. Fressalien drin. Wir haben halt so richtig schöne DDR-Pakete geschickt. Schauen wir mal, was alles drin ist. Das Korb ist. Der hat wirklich gar keine Ahnung, ne? Aber wie geil ist es, dass er einfach... Stimmt da. Ich bedanke mich beim Paul. Karl-Heinz. Ich bedanke mich beim Paul, Karl-Heinz. Also der Geschenkkorb hier mit dem Malzgetränk, das ich natürlich gerne mal testen werde und meine Meinung dazu abgebe. Geil, da bin ich gespannt drauf. Hallo YouTube, ich habe The Edward, unseren guten Ed, Knabe Malz zugeschickt. Wir haben über Umwege seine Adresse ausfindig gemacht, weil man kann auf seinen Kanal gehen. Ja, da gibt's irgendwie, also er hat auch kein Management und das war ganz schwer, aber wir haben es hinbekommen. Und ich glaube, er weiß auch gar nicht, was passiert. Und jetzt hat er wohl das Knabemalz probiert. Und wir gehen rein, 10 Minuten. 10 Minuten? Ich bin sehr gespannt. Malzbier vom Präsidenten. Okay, er ist ein bisschen im Bilde. Das gezeigte Produkt wurde mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Das Geschenk war an keine Forderung geknüpft. Ich habe keinerlei Gegenleistung erhalten und das Getränk neutral getestet. Geil. Ja, integer. Oh, Digga, das hätte ich... Also mal kurz, ja? Ich kenne den Kanal jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich A, mal etwas rausbringe, was B, von ihm getestet wird. Digga, was hier? Joe Frazier gegen Muhammad Ali. Was ist? Okay, let's go. Hallo. Geiles Style-Konzept. Junge, hä? Einfach so ein Hawaii-Hemd mit so ein paar Mopeds drauf und dann so eine Brooklyn Snapback. Servus, YouTube. Hallo, servus. Vorgestern habe ich ja diesen Geschenkkorb bekommen, habe ich ja in der Garage ausgepackt und ich wusste gar nicht von wem der ist. Du kannst das Plastik auch abmachen. Und ich habe den halt durchgelesen und mir nichts dabei gedacht und als ich den Film dann eingestellt habe, kamen Kommentare, ja, das ist ja ein Geschenkkorb vom Präsi, vom Präsidenten. Der hat einen YouTube-Kanal, Hands of Blood. Ich natürlich gleich nachgeschaut, Hands of Blood. Boah, voll geflasht. 2,71 Millionen Abonnenten hat der Präsi 10-mal so viel wie ich. Da war ich erstmal platt. Und ich habe euch ja versprochen, jetzt mache ich mal einen Test von diesem Malzbier, weil ich Malzbier eigentlich gern mag, Karamalz und solche Sachen. Und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Karamalz ist, glaube ich, auch aus Bayern, wenn ich mich nicht täusche. Also die großen Vertreter sind halt Wiedermalz und Karamalz. Da gibt es noch viele kleine Malzbiersorten. Das Malzbier vom Herrn Knabe, Präsi. In Wirklichkeit heißt er ja Maximilian Knabe, genannt Henno. Alter, jetzt kenne ich ihn auch. Mein Abo ist jetzt raus. Auf jeden Fall.
Und ich werde es jetzt wertefrei testen. Er hat sich vorbereitet. Ich will niemand schmeicheln oder irgendwas. Ich werde es jetzt mal probieren. Finde ich gut. Und bin gespannt. Außerdem war da noch hier eine Zeitung aus Spandau drin. Wir haben diese... Ich spoilere euch jetzt mal. Wir haben diese Körbe rausgeschickt an ganz viele InfluencerInnen. Und diese Körbe waren gefüttert mit so zerknüllter Zeitung. Und wir haben diese Zeitung in eine AI geballert. Also wir haben gesagt, yo AI, mach bitte die Spandauer Allgemeine, was eine Zeitung ist, nur über Influencer Boulevard. Und dann kam so bei raus, Presse in Knabe empört über abfällige Kommentare zu Knabe Malzstrung. Und dann ist hier Phoebe, die... irgendwie, also es ist insane. Und da sind insane Artikel drin. Und wir haben uns gefragt, checkt das überhaupt irgendjemand, ne? Wird irgendjemand diese zerknüllte Zeitung, die wir beigelegt haben als Polster, sich da die Mühe machen, sich die Sachen durchzulesen? Samstag, 10. März 2024. Social Media Sturm. Präsident Knabe empört über abfällige Kommentare zu Knabe Malzstrunk. Aha, das ist schon durch die Presse gegangen. Spandauer Allgemeine. Schauen wir, was da noch alles drin steht. Backstage-Raubzug. Berliner Rapper und Komiker im Verdacht der illegalen Knabe-Malz-Dosen-Entwendung. Also, es ist schon durch die Presse gegangen, das Malzbier. Hab's mit Vergnügen durchgelesen. Kommen wir mal zum Test. Wir machen die Dose auf. Ich habe sie natürlich... Der hat nicht die Zeitung komplett durchgelesen, bitte. Vorgekühlt. Oh. Aufmerksam geworden ist er übrigens der Präsi durch meine Videos zu den Kultgetränken. Hat absolute Liebe. Absolute Liebe an der Stelle. Oh, der lässt gar nichts anbrennen. Ich hoffe, er hat es gekühlt. Ziemlich süß. Ich würde sagen, deutsches Rootbier. Malzig. Aber weniger Zucker, glaube ich, als Karamalz tatsächlich. 7,1 Gramm haben wir auf 100. Erinnert ein bisschen ans Karamalz. Wobei Karamalz einen anderen Eigengeschmack hat. Abgefüllt ist bei der Krombacher Brauerei. Hat er doch gerade gesagt. Alkoholfreies Pilz. Wasser, Gerstenmalz. Vorgekühlt, sehr gut. Gärungshopfen, Hopfenextrakt, Wasser, Glucose, Fructose, Sirup und Gerstenmalz. 7,1 ist ja nichts. Im Vergleich ist es wenig, das stimmt. Malzbier ist ja auch gut für Schwangere, habe ich gelesen. Ist gut zur Milchbildung. Ja, natürlich. Stimmt, ja. Ja, jetzt im Nachgang merke ich auch ein bisschen Bitterstoffe. Ich finde es interessant, dass er nicht sagt, dass es ein herbes Malz ist. Weil er hat es gestern ja angekündigt. Süß, bitter. Ob es eher süß oder herb ist. Ich habe es bei uns noch nicht gesehen. Weil im Vergleich gerade zu Karamalz und Wiedermalz ist schon sehr... Für den ist es nichts. Wer es gern süß will, dem wird es schmecken. Auf jeden Fall kalt. Krass. Weil eigentlich ist es... Also es stimmt schon, es ist süß, aber wie gesagt, weniger süß. Kohlensäure als die, ist nicht zu stark, ist nicht zu... Die Mainstream-Malzbiere, sag ich mal. Und ist eigentlich eher herb. So Richtung Oettinger Malz, Flensburger Malz. Viel drin. Also gerade so an der Grenze könnte vielleicht ein Ticken mehr sein. Was? Kohlensäure? Also gerade so an der Grenze könnte vielleicht stark, ist nicht zu viel drin. Aha. Also gerade so an der Grenze könnte vielleicht ein Ticken mehr sein. Mehr Kohlensäure. Okay. Süß auf jeden Fall. Ich hoffe, es schreibt sich Krombach alles auf. Also für Leute, die auf den Zucker achten müssen, vielleicht nicht so gut. Aber schmecken tut's. Aber jetzt, weil süß der Präsi gern nicht, meine Kultgetränke-Videos schaut, habe ich mal was überlegt. Nein. Ich wäre mir jetzt mal... Also erstmal ganz... Ihr könnt es wirklich mal vergleichen. Es ist weniger süß als die meisten Malzbiere. Aber wenn ihm das süß schmeckt... Fair. Ich finde es sehr interessant, dass er jetzt auch sogar gesagt hat, wer es herb mag, er nicht, ist eher süß. Krass. Mit diesem Malzbier Agors mischen. Da haben wir einen kleinen Krug hergerichtet. Was macht er jetzt? Ein Malzbier-Gors hatte ich auch noch nicht.
Aber vielleicht meint er auch im Vergleich zu Bier. Das wird natürlich jetzt eine sehr süße Mischung. Hier könnt ihr den Schaum auch mal sehen und die Farbe von dem Bier. Schäumt also schön auf. Schön schwarz, schön dunkel, also eine tolle Färbung. Danke. Jetzt wird es allerdings alkoholisch. Jetzt ist es vorbei mit alkoholfrei. Jetzt tun wir ein bisschen Asbach rein. Nee. Natürlich halb so viel wie in die Maß, weil wir haben Asbach. Ja auch einen kleinen Krug. Dann kommt der Cola rein. Ja, ich mag es eigentlich nicht so süß. Also hauen wir noch Cola rein. Wobei, hat er nicht gesagt, ne? Er hat einfach nur gesagt, schaut aus wie ein richtiger Kurs. Und obendrauf kommt jetzt ein Edelkirsch. Oh, der ist sogar noch zu. Kirschlikör oder was? Digga, was? Fertig ist die Malzgurs. Was? Malzgurs? Was ist das? Schreibt mal, falls wir Bayer, Leute, die bayerischen Dialekt sprechen, was sagt er da? Gurs? Super süß. Okay, danke. Ziege heißt das. Malzgursenmaß. Ein halb alkoholfreie Gurs. Kann man mischen, kann man trinken. Ist das geil. Das ist so surreal für gut, mich gerade. Das war jetzt mein Test von dem Knabemalz. In Berlin anscheinend groß bekannt, bei uns eher nicht. Spandau. Ja, kann er nicht wissen. Spandau, nicht Berlin. Hier ist noch das Konterfei von dem Henno drauf. So, jetzt bin ich durch. Mein Gors ist fast weg. Der Cut. So, jetzt bin ich durch. Auf. So, jetzt bin ich durch. Mein Gors ist fast weg. Noch ein bisschen vergleichen ohne. Ja, wie schmeckt es eigentlich im Vergleich ohne Asbach und Kirschlikör? Ist eh erstaunlich, dass nochmal Malzbier auf den Markt kommt. Früher gab es da mehr Sorten. Ich rede jetzt speziell von dem Hacker, das verschwunden ist vom Markt. Das war bei uns regional. Seit 30 Jahren keine Veränderung mehr im Malzbiermarkt. Oder Malzbier. Das war in so einer gedrehten Glasflasche. Ganz eine eigenartige Form. Das hat bloß das Hacker Nährbier gehabt. Und das war weniger zuckerlastig. War herber. Also vielleicht für den kindlichen Geschmack gewöhnungsbedürftig. Mhm. Das ist verschwunden. Anscheinend hat sich das nicht mehr verkauft. Mhm. Was ja noch groß. Gibt es das noch bei wem? Ist. Bei uns ist das Hacker Pschorr. Karamalz. Das wird noch viel verkauft. Wahrscheinlich war das eher so in Bayern. Ne? Dass wieder im Süden eine Marke auf den Markt kommt mit Nährbier. Malzbier. Früher hat es Nährbier geheißen. Aha. Aufschreiben. Er sagt, dass es nicht mehr gibt, aber jemand hat gerade geschrieben, bei ihm gab es das. Alkoholfrei ist. Kann man also jederzeit trinken. Ja. Und ist einmal was anderes wie ein Limo oder ein leeres Wasser. Einfach Schmackofatz steht drauf. Und tatsächlich total alkoholfrei. Hacker Pschorr wird in NRW noch verkauft, siehst du? Wahrscheinlich. Ich habe noch 5 Dosen. Krass. Die wirst du nach und nach trinken. Jetzt. Langsam, von Hacker Pschorr gibt es das Kellerbier. Merke ich immer mehr die Bitterstoffe raus. Trotz der Süße. Ist das geil. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das gerade für mich bedeutet. Ja, und die Variante bedeutet. Als Gors funktioniert auch. Schmeckt auch gut. Alkoholreduzierte Gors. Das muss ich Kalle schicken. Weil man ja das normale Bier durch ein Malzbier ersetzt hat. Das muss ich Kalle. Und Henning. Das ist unfassbar. Das war's. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus. Was passiert jetzt? Es war mir eine große Ehre. Vielen lieben Dank für diesen gehaltvollen Test. So, und jetzt, also Leute, geht da mal rein, lasst bitte ein Like da.
Ist ja absolut geil. Haut die Likes da rein. 500 nur. Wie viele schauen gerade zu? Bitte geht einmal kurz hin und lasst ein Like da. Komm, 900. Nice. Das ist halt noch YouTube, wie es sein sollte, finde ich. Das ist so richtige Hausmannskost. Geil. Dann gehe ich jetzt noch einmal schnell urinieren. Ich merke, ich werde langsam alt. Krass. Bis gleich.